13. Persönlichkeiten meint, ich sei verrückt. Sie lügen. Ich bin zurück wie damals. Ja, ich bin zurückgeblieben. Christoph, wer ist das? Ich stech den scheiß Wichser nieder. Ich bring mich um und ihr schreit: Nein, nicht schon wieder. Wie hart hab ich mich weggeschossen seit der Zeit im letzten Loch. Wart mal, vielleicht lebe ich noch. Ich glaub, ich führ Elektroschock. Die Schwester klopft und sagt: Sie werden weggeschlossen, Schicht im Schacht. Gegen George Midas. George Midas, du bist der Newcomer, ich lass dich einfach mal wählen. Kopf oder Zahl? Kopf. Du fängst an. Ja, diesmal will Main Mo George Midas anfangen lassen. Wo ist meine Uhr? Bitte konzentriert euch wieder. 1,5 Minuten, los geht's. So, jetzt kommt wieder ein Text über mein mörderisches Riesenglied. Ja, und nach dem Battle bist du ein Fall für den örtlichen Krisendienst. Ich burn dich wie nie, du Freak, und box dich mit meinem Penis. Junge, du frontest wie ein Hering und kotzt über die Reling. Ja, Mann, du stinkst wirklich wie verfaulter Bismarck-Hering und erlaubst dir mehr grobe Schnitzer als ein Tischlerlehrling. Du redest immer wie ein Schulmädchen, du seist so cool wie Winterferien, doch rennst kreischend vor mir weg, wenn ich hinter dir her bin. Deine Olle jagt dich aus dem Haus mit einem Nudelholz. Sie ist eigentlich lesbisch und du schwul. Du wolltest eine neue Band mit ihr gründen. Hurenstolz. Es wäre nicht so witzig, wenn du nicht so ahnungslos wärst. Über deinem Klingonenkopf schwebt schon das Damoklesschwert. Nachdem deine Bitch über deinem Lieblingssessel ihr Arschloch entleert, bumse ich sie ins Hintertürchen, sodass ein warmer Wind leicht säuselnd durch ihre Darmzotten fährt. Ja. Ein Job, nein, eine Behandlung bei seinem Zahnarzt und sein Job ist gesichert. Es ist dermaßen witzig, was deine Fotze so twittert. Denn sie schreibt immer ausführlich, wie schlecht du im Bett bist. Allerdings mit Tippfehlern, weil ihre Finger so fett sind. Und Junge, ich hab ne klare Linie wie ein Coca-Händler. Du kommst hierher und spuckst große Töne wie ein Opernsänger. Vollkommen dämlich. Und so wie du guckst, denk ich mir, Schuhe? Pluderhose? Der kleine Muck? Bist du fertig? Time! Schöne erste Runde von George Midas. Mach mal ein bisschen Lärm. Sorry, hab das Ende verpasst. Sorry. Zeig mir mal ein Zeichen, damit ich weiß, ja? So, guck mich an, zwinkert oder irgendwie sowas, ja, damit ich es weiß. Main Mo, deine 1,5 bis 2 Minuten. Los geht's. Du faule Sau hängst zu Hause rum und überlegst, was meine Fotze so twittert. Ich kann dir sagen, mein Job ist gesichert. Du redest über Hering und irgendwas. Das war wohl die Punchline für Fischer. Kein Problem, das ist kein Problem. Aber ist kein Problem. Im Battle gegen Atzenkalle spricht er so von seiner Philosophie, von seinem Penis. Doch seine Philosophie ist ein Videospiel. Aber kein Problem, denn letztendlich droppe ich hier gekonnt diese Line. Der Rap bombt in dich rein. Ansonsten ist hier Mo und ich bin zum Konter bereit. Ich verfolge es live, wie deine Dummheit uns noch blöder macht, denn deine beschissenen Lines haben 100% Zerstörungskraft. Aber cut diese Szene. Ich hab Stuff auf der Lehne, setz dich Punk ohne Probleme unter Quarantäne. End of days. Komm schon, fang an zu beten, ein Battle mit mir ist, als wenn du mit deinem Vater erzählst. Mein Sohn,
Du kriegst nicht immer meinen Support, Miner. Eher werden die Cool Runnings gesponsert von Thorsteiner. Aber Leute. Schwarze Bobfahrer sind auch nur wie wir. Nur eins weiß ich genau. Mein Albtraum ist hier. Baby, step off. Du mit deinem kitschigen Gesang und Gelächter stirbst schneller als du denkst durch den King in diesem Sektor. Ich bin Battle Rhyme Inspector. Main Mo im Amoklauf. Der MC will hier ficken, noch kriegt nicht mal einen Samen raus. Alles nur heiße Luft. Die Deutsche Bahn streikt. Doch ich schmeiß ihn vor den Bus. Und, hey. Nein. Und so, ich weiß, das ist hier Kritik, das sollte man nicht auf der Bühne machen, aber ich mach das alles nur zur Show, wie gierig. Dein nächstes Comeback ist in der Poliklinik. Schöne erste Runde von diesen beiden MCs. Mama, richtig Lärm hier in diesem Finale. Oh, so. Später. Wir haben noch eine Runde. Ihr wollt sie doch sehen oder wollen wir aufhören, nach Hause gehen? So. Los geht's, George Midas. Deine ausgedehnten 1,5 bis 2 Minuten. Los geht's. Okay, jetzt geht's weiter. Seid mal alle ruhig. Hey. So, Main Mo. Junge, pass bloß auf, du wirst gerade geburnt. Meine Lines gegen Fischer, die wirst du nachher noch hören. Und Junge, du stehst auf Politik, ich koch dir eine Helmut-Kohl-Suppe. Pass bloß auf, wenn ich dich, ach nee, von deinem Thron schubse? Stimmt, letztes Mal hast du ja nicht gewonnen. Oh, tut mir echt leid, Junge, jetzt ist der Spast hier zerronnen. Junge, ich mach Politik wie Ariel Sharon. Junge, was ist los, Alter, du hast doch eine Bong. Wieso gehst du nicht zu der und steckst deinen Schwanz ins Kickloch? Der passt doch! Ist doch! Wirklich wahr! Ich mach Hip-Hop, du machst gar nichts außer Cripwalk. Na, vielleicht macht er auch irgendwann mal einen Baby-Freeze. Ehrlich gesagt bin ich ganz schön neidisch, wenn ich den Typen nach dem Battle mit den Ladies sehe. Ja, Junge, da muss ich echt Pass geben. George Midas, Mann, du bist live dabei bei meinem Ableben. Denn ich bin schon tot. George Midas, Mann, du hast einen Fisch im Po. Aber nee, das war der letztes Mal. George Midas, Mann, ich bin der Beste, ja. Pass bloß auf, ich komme mit einer Kofferbombe. Du bist ein Modderrochen, der stinkt nach Moppelkotze. Wenn du in eine Sushi-Bar gehst, bestellst du dir die Opferrolle. Ich zerschneide dich wie Hattori Hanzo. Deine Bitch sieht aus wie ein Porträt von Pablo Picasso. Ich finde dich irgendwo blutend in Atzenkalles Rechtsanwaltskanzlei. Und er fährt nach Rheinland-Pfalz in eine Nervenheilanstalt. Und da bleibst du auch. Weggeschlossen. Boom, boom, tschak, klack, klack. Boom, boom, tschak. Weggeschossen. Ja. Ja, Junge, du hast im Dreck gekrochen, bist im Dreck gekrochen, du bist dein letztes Opfer. Ja, Mann, scheiße, ich mach dich platt. Und das, was ich mache, setz ich dich einfach mit einem Bauern schachmatt. Das ist nicht wirklich einfach, aber ich kann das. Er hebt schon die Hand, ich glaube, dass er schon einen Krampf hat. Richtig, schöne zweite Runde von George Midas. Kommen wir nun zu deiner zweiten Runde, Main Mo, und danach treffen wir eine Entscheidung. Bitte okay. Konzentriert euch wieder auf die Lines. Los geht's. Ja, Leute, alle, schön, dass ihr so schön zuhört. Schön, dass ihr alle gekommen seid und es sind alle gekommen. Ich glaube, wenn ich nicht antworte, habe ich schon gewonnen, oder? Aber ist kein Problem. Deswegen, wie gesagt, ich brauche jetzt hier nicht mehr betteln. Ich mach's für alle. Doch diese Lines gehen zu 20% auch an Atzenkalle. Ist kein Problem. Denn dir fehlt so das Gefühl für das, was du sagst. Deine Sätze sind zu toten Gedanken verarmt. Denn jede Zeile braucht deinen Geist, der sie nährt. Doch deine abstrusen Gebilde sind die Reise nicht wert. Mann!
Ich steppe in die Cypher wie ein geflügeltes Pferd. Deine Attitüde hast du doch von Betrügern gelernt. Auf dich einzugehen ist die Mühe nicht wert, denn ich bin nur damit beschäftigt, bloß nicht müde zu werden. Scheiße. Denk jetzt nicht, du wärst jetzt über den Berg. Selbst wenn ich falle, falle ich über dich her. Fast. Du bist sowieso so ein Spinner, der nie daraus lernt, deswegen bist du ein Verlierer vom Herrn. Aber weißt du, was passiert, wenn sich ein Rapper an mich anschleicht? Bam! Er kriegt auf die Fresse mit einer Punchline. Ich sehe den Konflikt und ich steige in den Kampf ein. Guck mal, Puppe, wie ich deine Gruppe an den Rand treib. Weißt du, was passiert, wenn sich ein Rapper nur noch anschreit? Ich zeige ihm sein Spiegelbild und hoffe, dass er dann schweigt. Das ist... so, dass mich Rumgepose langweilt, denn ein Sternburg-Trinker muss ja auch nicht immer Punk sein. Aber weißt du, was passiert, wenn mich ein Rapper wirklich angreift? Ich schicke ihn zum Arzt zur Diagnose seiner Krankheit. Das ist meine Fischerrache. Ja, ihr dürft gespannt sein. Ich meine nicht die Band, wenn ich sage, das wird wie Rammstein. Schöne zweite Runde von Main Mo. Mach mal richtig Lärm. Für dieses Finale. Macht mal richtig Lärm für dieses Finale, Mann! So. Die Entscheidung liegt wieder bei euch in der Hand. Wer hier gewinnt, darf ins King-Finale gegen der Fischer einziehen. Und wir da hier ein bisschen Geschichte schreiben. So. Ich möchte eure Hände sehen für die großartigen A Cappella Parts des MCs hier auf meiner linken Seite für George Midas. Zeigt mir eure Hände für den A Cappella Part von Main Mo. Wir haben einen neuen Champion. So, Deutschland, kommen wir zur interessanten Finalbegegnungen zwischen George Midas und Main Mo. Als Experten haben wir zwei großartige Menschen, die viel über Battle Rap erzählen können. Vis-a-vis ist mir eine Ehre und natürlich Mach One. Ich frage jetzt erstmal, ja, George Midas, Main Mo, wie war das? Ja, war auf jeden Fall heftig. Ich war ein bisschen verunsichert, weil ich anfangen musste. Letztes Mal habe ich ihn ja mit Absicht nicht anfangen lassen, sondern selber angefangen, weil ich dachte, ich habe die dicken Eier so. Aber dieses Mal war es halt krass, ich konnte nur einmal kontern, habe auch nicht so viele Konters irgendwie gehabt, aber ja, ich bin alles in allem schon zufrieden mit meiner Leistung. Ich muss sagen, ey, bei dir hat man auf jeden Fall diesmal gesehen, du hast die Konter diesmal richtig ausgenutzt gegen ihn. Wie war das, auf George Midas zu treffen? Wir treffen uns ja immer eine Stufe später, also das nächste Mal werden wir uns bestimmt im King-Finale sehen, so wie das aussieht. Das hoffe ich. Und das Problem ist, er fühlt sich immer wohler auf der Bühne. Jetzt hat er schon so den Hut abgelegt, als nächstes kommt er mit Kartoffeln, Pyjama und sowas. Also, das ist gut, das ist eine sehr geile Entwicklung, die man bei ihm sieht. Nächstes Mal komme ich nach. Vis-a-vis, du bist ja jetzt einige Male auch schon früher bei Rapper Mittwoch gewesen und heute, glaube ich, fast die ganze Show gesehen. Wie war das Finale von den beiden? Kannst du was dazu sagen? Es war sehr überraschend für mich, weil ich ehrlich gesagt zugeben muss, dass Main Mo natürlich mein absoluter Favorit war in diesem Battle. Und ich von George Midas noch nicht so viel gehört habe, aber er hat tatsächlich so ein paar Lines gebracht, wo ich dachte so, wow. Das hat mich sehr entertained, ich habe wirklich gelacht. Am Ende gebe ich halt zu, vielleicht war es so ein bisschen dieses Stück Souveränität, oder das Stück Souveränität, was Main Mo den Vorteil gebracht Lockerheit. Hat. Die Lockerheit, die Main Mo hat. Also ich glaube, wenn der George noch so ein bisschen cooler wird, dann hätte der echt die Chance, hier auch noch viel, viel weiter zu kommen. Dann frage ich mal Mach One, wie hast du das Battle gesehen? Nachdem der George diese komische Froschnummer da durchgezogen hat. Ja, ey, sorry, aber die Froschnummer war echt scheiße. Die war echt scheiße, Alter. Ja. Digga, das war scheiße. Ey, wirklich, da dachte ich echt, okay, jetzt ist er sowieso geliefert, weil Mo war krass. So, aber ich fand, er hat hin und wieder echt Highlights gebracht, wo man echt dachte, okay, Alter, er kann noch was reißen, aber dann kam wieder der Mo. Und dann war immer so, okay, Socken in der Hose, Hose in den Socken. Und du wirst demnächst auch die Hose in den Socken tragen, Digga. Das steht schon fest. Mann, und dann war immer, er war einfach zu Hause, Mann. Das war sein Wohnzimmer. Guck doch mal, wie er angezogen ist, wie zu Hause im Wohnzimmer, Mann. Weißt du, ja. Das ist auch so. Und so muss man eigentlich auch sein. Und so hat das gebracht und es war einfach geil und sympathisch und es war einfach weggerockt. Warum haben wir so wenige Frauen, die rappen? Auch du, eigentlich einer der souveränsten und wirklich durchaus, weißt du, so, du hast ja viel, viel gerappt und auch hier und da gebattelt. Warum gibt man dann die Karriere für Moderation auf?
Also ich weiß, es ist 16 Bars. Also jetzt in meinem Fall kann ich sagen, weil ich glaube, dass ich besser moderieren als rappen kann. Ich finde es aber nach wie vor traurig, dass es so wenig Frauen gibt, die sich halt trauen. So. Ich muss sagen, also was mich betrifft, ich kann halt zum Beispiel auch einfach nicht battlen und ich kann nicht freestylen. Also würde ich mich niemals auf so eine Bühne stellen. Ich glaube aber, dass es Frauen gibt, die es können, aber vielleicht haben sie halt dann im Endeffekt wortwörtlich nicht die Eier. Mein Papa war ein sehr weiser Mann. Er hat einmal zu mir gesagt, als ich zu ihm wegen irgendeiner Hausaufgabe gesagt habe, ich kann das nicht, hat er zu mir gesagt, ich kann nicht, ist der Cousin von ich will nicht. Ja? Und diese Punchline ist mir bis heute im Kopf geblieben. Ich kann nicht, gibt's nicht. Es gibt nur üben, üben, üben und irgendwann kann man das. Aber es ist halt die Frage, ob man das dann wirklich will, ob man den Weg gehen will. Also was mich betrifft, insgeheim schreibe ich noch und rappe ich auch, aber das kriegt niemand mit. Ich mache das in meinem Wohnzimmer und das ist auch gut so. Ich würde mir aber trotzdem wünschen, auch bei Rap am Mittwoch, dass ganz, ganz viele Frauen jetzt einfach mal sich trauen. Aber vielleicht muss man Pionierarbeit leisten. Vielleicht kommst du einfach mal und das, was du so schön schreibst in 16 Takte, wenn du mal hier bist in der Cypher, tut doch keinem weh, im Gegenteil, weil es ist voll cool.